So, meine Damen und Herren, heute machen wir mal wieder Hauptstädte Europa. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht. Alle 46 haut er mir rein. Okay, ich kenne schon mal vorweg, ich kenne nicht alle, aber ich tue mein Bestes. Also von Westeuropa kenne ich auf jeden Fall alle. Frankreich, ich glaube, wer das nicht weiß, der ist ein bisschen lost im Leben. So, Ukraine, Kiew. Ja, da fängt es schon an. Aber okay, mit den Auswahlmöglichkeiten ist das dann doch easy. Ja, das ist auch easy. Lettland ist da struggle ich immer halt, ob das Riga oder ich glaube, es ist oh, ja, okay, also Litauen ist dann Riga. Okay, das bringe ich immer durcheinander, ehrlich gesagt. Das ist Sarajevo. Das Riga, ne? Jetzt Scheiße. Nicht mal. Ah, klar, ich habe doch gerade eben. Oh Mann. So blöd kann man doch nicht sein. Okay, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Ja, San Marino ist San Marino. Rumänien ist Sofia? Bukarest? Peinlich. Okay, Österreich ist Wien. Das ist dann wieder easy. Und das ist jetzt Sofia. Das kenne ich auch von dem Lied, oder? Von Alvaro Soler. Sofia. Und den Rest kenne ich leider nicht. Gut, Kopenhagen. Estland ist Tallinn. Montenegro. Es ist nicht Riga, es ist nicht. Es ist Podgorica. Luxemburg ist Luxemburg. Das ist immer der Hit bei Stadt, Land, Fluss, wenn L kommt. Stadt Luxemburg, Land Luxemburg. Easy. Liechtenstein ist Vaduz. Vaduz. Wir sind deutschsprachig, also nehme ich mal an, es heißt Vaduz. Kroatien ist Zagreb. Malta ist Valletta. Deutschland ist Wien. Ja, okay. Das ist jetzt wieder, da habe ich jetzt wieder, da muss ich meinen Klugscheißer-Moment raushauen, weil Schweiz, es wird jetzt Bern sein, aber Schweiz hat de facto keine Hauptstadt. So, ich war, also klar, also, nee, de jure, so, sag ich mal, de facto ist es Bern, weil da die ganzen Regierungsinstitutionen sind. Aber de facto gibt es keine Hauptstadt. Genau, also, ja, jetzt steht hier doch wieder Hauptstadt Bern Bundessitz. Es gibt, glaube ich, irgendwo steht hier auch. Zum Sitz der Bundesbehörden wurde Bern bestimmt. Okay, also ich weiß immer, ich habe immer gelesen, hat die Schweiz eine Hauptstadt? Bundessitz. Ach so, dann war das nur so ein Ding, dass das halt nicht Haupt-, sondern Bundesstadt genannt wird. Okay. Hier steht wieder, sie hat keine Hauptstadt. Also das ist schwierig. Ich habe auch einen Kommentar irgendwo auf Insta gelesen von einem Schweizer, der gesagt hat, ja, okay, also es ist die Hauptstadt, so jeder weiß das, jeder in der Schweiz. Aber es gibt einen eigenen Artikel dazu. Hauptstadtfrage der Schweiz. Also gut, okay. Also ihr merkt, es ist dann doch komplizierter, als ich jetzt auch nochmal gedacht habe. Gut, also es ist auf jeden Fall Bern. So, das ist Budapest. Budapest. Das ist Bratislava, direkt neben Wien. Das sind, glaube ich, die zwei nächsten Hauptstädte auf der ganzen Welt. Zypern ist Nikosia. Spanien ist Madrid. Griechenland ist Athen. Ich glaube, da muss ich nicht, ne? Das ist Reykjavik. Da will ich so gerne mal hin, nach Island generell. So, EU-Sitz, natürlich Belgien, Brüssel. Auch recht easy. Finnland, Helsinki. Vatikanstadt ist so klein, natürlich Vatikanstadt an sich. Slowenien ist Ljubljana. Italien ist Rom. Das ist easy, das ist auch easy, das ist Stockholm. Tschechien ist Prag. Nordmazedonien ist Skopje. Aber das weiß ich tatsächlich deshalb, weil ich neulich mal, neulich, ja, ich bin vor ein paar Monaten nach Polen geflogen. Mein Opa hat da Geburtstag gefeiert. Und von Dortmund aus. Und da sind viele andere auch nach Skopje geflogen. Und ich dachte mir, hä, was ist da, wo liegt das? Dann habe ich gesehen, Nordmazedonien. Dann ist es irgendwie hängen geblieben. Und glücklicherweise ist es mir auch gerade wieder eingefallen. So, Lissabon, Oslo, Dublin, Monaco ist Monaco. Ja, oder ist, ja, es ist mal Monaco, ne? Ich denke mal Monte Carlo, aber es ist Monaco. Amsti, Warschau. Das ist Minsk, Serbien. Sorry, wenn ich zu schnell bin. So, das ist so.
Da kann ich gerade ganz kurz durchrushen. Das ist Belgrad. Andorra ist Andorra La Vella. Ist auch cool, dass es halt nicht Andorra ist quasi so, sondern Andorra La Vella. Albanien ist. Boah, ich glaube Tirana. Okay. Kosovo ist Pristina. Pristina, keine Ahnung. So, und das geht dann doch eigentlich ganz gut klar, oder? 43 von 46 ist etwas da. Sorry, ich muss dahin gucken. Kann ich mit zufrieden sein. Also, ich hoffe, ihr habt trotzdem mehr als ich gehabt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch alles Gute und.